Ich habe zu viel Uso getrunken. Und deswegen singt ihr das fast ausschließlich mit mir mit, okay? Ich hätte gern, warte, ich weiß gar nicht, darf ich jemand auf die Bühne nehmen? Ach komm, eine Person darf ich auf die Bühne nehmen. Wer kann nicht aus Gold Safe richtig gut? Komm, scheut euch nicht. Bruder, du mit den langen Haaren. Hochkommen. Kannst du gut nicht aus Gold? Wow, bist du groß. Wow, bist du gigantisch. Danke, dass du da bist. Von wo bist du? Ich komme aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Das ist alles 19. Ich mag das immer so. Ich erinnere mich, ich habe dir die Jacke, ja genau, die Jacke gemacht. Also du heißt? Aaron. Ein Applaus für Aaron schon mal. Weil Aaron hat Eier. Ganz viele Eier. Okay, wir singen den jetzt, okay? Und zwar starten wir im Part, okay? Es fühlt sich an, ja? Okay, dafür war ich zu betrunken. Nochmal. Also. 1, 2, 3, 4. Es fühlt sich an, als würde ich gerade zum ersten Mal in einer Booth stehen. Denke nur, dass wir heute ein paar mehr dabei zusehen. Denke zurück und ich sehe mich mit Opa am Tanzen, Ella Agapi. Konnte gerade mal laufen, doch tanzt es nicht Daki. Die anderen Kinder hatten vielleicht viel mehr Spielzeug im Schrank. Doch im Sandburgen bauen war ich schon damals ein Schief an meinem Strand. War kein schlankes Kind, man hätte meinen können, ich wäre der griechische Biggie. Tante Liza macht immerhin das beste Baklava in Saloniki. Zogen um meine Wohnung so klein, dass es Angst macht. Doch war niemals alleine, mein Bruder und ich wussten damals schon, Mama, du schaffst das. Ich war immer schon beschäftigt mit nach Sternen greifen. Mama sagte, fang dir ein, doch danach auf der Erde bleiben. Hörte Fotos im Schulbus, hast Aufgaben vergessen. Jede Pause am Rauchen mit Vincent und Felix, obwohl Zigaretten schmecken. Zum ersten Mal verliebt, ich schreibe einen Song, es kommt wie's muss. Die erste Gage war mein erster Kuss. Das andere machen die von ganz alleine, guck. Okay? Und es ist alles nicht aus. Und die bleiben immer. Und die bleiben immer. Und es ist alles nicht aus. Nehmt mir alles, was ihr wollt. Und die bleiben immer. War beschäftigt mit tagelang Warten auf besseres Wetter. In meiner Zeit wurden Tage zu Jahren, das Wetter nicht besser. Doch der Ball war stets am Fuß und selbst bei Nässe wusste ich, Pascal bringt eine Flanke und ich treffe jede Wette. Und doch wenn ich im Fußballspiel nicht gerade schlecht war, kamen sämtliche Ladies, das Mikrofon stimme mir besser. Mit 14 Jahren die Bahn von schwarz, ich verdrehe mein Taschengeld, spiel James vor 20 Leuten und verhau danach den Mathe-Test. Mit Verweis in der Tasche, zu der Zeit was mir Latte. Keiner hätte das gedacht, doch da hatte ich glatt, zur besten Abitur in meiner 10.000 Bilder behalte ich in meinem Hinterkopf. Immer noch packe ich allesamt am Ende auf die Platte, damit ich was zu erzählen habe. Halte ich für mein Leben lang die Fäden an der Sache, was fehlte meiner. Dann traf ich der, es war Liebe auf das erste Riff. Hat nie gedacht, dass unser erster Splash-Besuch die Mainstage ist. Das erste Mal hört Papa im Radio seinen Sohn. Mein erstes Album, ein Stück näher zu meiner ersten Million. Du darfst das Mikrofon nehmen. Dankeschön, Saarbrücken! Dicke Props an Aaron!
dicke Props an Aaron. Wir waren Tiavo und wenn ihr Bock habt auf ein paar Songs mehr und eine hitzige Location, wir gehen im September auf Tour und höchstwahrscheinlich kann das Ganze stattfinden. Wir machen dann so einen Tourbus aus Saarbrücken und fahren mit allen Leuten zusammen nach Köln oder nach Stuttgart, weil wir einmal nicht Saarbrücken spielen bei der nächsten Tour. Aber ihr kommt mit, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank für alles. Dankeschön. Vorher möchte ich kurz Danke sagen, und zwar im Namen vom ganzen Saarklang-Team. Natürlich an alle Bands, an die Stadt, an die Techniker, an unsere Sponsoren und ans Publikum. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend. Thank you.